Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 Jahreszeiten. Genau. Ja, Urlaub ist vorbei. Ich schwitze leider immer noch. Es ist ja momentan mega heiß, ununterbrochen quasi. Und ich hoffe, dass demnächst mal ein bisschen Abkühlung reinkommt. Dann macht mir das Aufnehmen wieder mehr Spaß. Und vor allem gibt es dann vielleicht auch endlich mal wieder einen Livestream von mir. Müssen wir mal schauen. So, was war hier im letzten Part los? Wir haben romantische Aktionen gehabt für die Arbeit von Stefan und Onika. Die Kinder haben ihre Hausaufgaben gemacht, sind früh schlafen gegangen, sind auch gerade wieder wach geworden für die Schule. Und wir haben uns um Knuffi gekümmert, um die Wäsche. Wir haben ein bisschen im Garten was verbessert, also weiterentwickelt und geerntet und mit Patchy gequatscht. Und ja, ich würde sagen, wir lassen mal die Zeit laufen. Donika malt gerade was. Die Kinder sind am Frühstücken, soweit ich das im Kopf habe. Ja, genau. Sollten sie jetzt, genau. Und da steht Müll über. Ja, naja, gut. Kann man ja auch mal so entfernen vielleicht. Jo, mach ruhig. Kind ist. Alles gut. Und Knuffi ist irgendwie, ach, endlich mal nicht mehr orange. Gut. Nur noch weiß. Auch gut. Ja, und es regnet weiter. Also wir sind immer noch im Sommer und haben Dauerregen und es ist was? Warm, ne? Starker Regen mit Gewitter und warm. Also, auf gut Deutsch, saublödes Wetter. Echt ein blödes Wetter. Ja, und Donika hat noch Wäsche gewaschen. Die muss sie dann auch gleich mal wieder rausholen aus der Waschmaschine und in den Trockner stecken oder so. Bei dem Wetter braucht man nichts mehr auf die Leine hängen. Da ist eh nichts. Haben wir die überhaupt noch draußen stehen? Ich weiß es gar nicht. Oder ist die schon von irgendwas zersäbelt worden? Lebt die noch? Ach ja, doch, da steht noch was. Ist die denn... Nee. Ist die denn überhaupt noch heile? Weil ich glaube, die wurde mal vom Blitz getroffen. Ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt noch lebt, das Ding. So. Gut. Okay, sie malt und die Kinder müssen in einer Stunde... In einer Stunde in der Schule sein. Steffi hat eine Phase, wo sie Musik auftritt und so. Ja, gehen wir schön auf Toilette, ist in Ordnung. Und hat da auch ganz laut die Musik aufgedreht gehabt, sodass sie Knuffi ängstigt hat. Und naja, da musste sie ihn ein bisschen betüdeln und beschmusen. Und sie möchte mit Jonas rumalbern. Ja, das kannst du mal machen, wenn du fertig bist. Warte mal, komm mal her. Dann könnt ihr ja mal ein bisschen rumblödeln. So, kein Thema. Oh, irgendwas bimmelt in meinem Ohr. Warte, das war jetzt falsch. Egal. Ah, kannst ja mal eine Fantasiegeschichte erzählen und ein bisschen rumblödeln. Ich bin ein bisschen... Bananenwitz kannst du mal machen. So. Was will er denn gerade? Ja, genau. So. War hier irgendwas Wichtiges? Nö. Gut. Ihr quatscht mal ein bisschen. Ihr zwei. Lampe im Weg. Tief hängende Lampe im Weg. Ja. So, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Ferien- und Urlaubszeit, falls ihr eben auch Ferien oder Urlaub hattet. Ja, unsere war eigentlich sehr schön. Bisschen was haben wir gemacht. Allerdings, wie gesagt, es wurde irgendwann zu heiß, sodass ich persönlich kaum noch was gemacht habe, außer mich irgendwo faul in die Ecke zu hocken und am besten nicht mehr zu bewegen. Um es mal so zu nennen. Ja. Oh, ihr wollt Dings spielen. Okay. Ja gut, achtet nur drauf, ihr müsst eh gleich los. Ne? Ah, und das Bild ist fertig. Halt. Wo rennst du jetzt hin? Ja, erstmal was essen. Was hat sie denn da gemalt? Och, wie süß ist das denn? Die Katzen, die mit Wollknoll und sonst was spielen. Und das Ding ist normal von der Qualität und bringt uns 162 Simoleons. Kann sie direkt verkaufen. Ab damit. Wir brauchen Geld. Wir brauchen sowas von Geld. Und da ist Jonas schon in der Schule. Bitte fleißig arbeiten. Kleine Maus, gehst du auch? Auch in die Schule, jawohl. Und auch fleißig arbeiten. Stefan ist wach geworden. Juhu, guten Morgen. Auch ausgeschlafen? So, der Gute muss aber jetzt für seine Arbeit wirklich mal noch ein bisschen was tun. Logik auf 10 kriegen und auf 8 das Charisma. Okay, das sollte doch dann am besten direkt gemacht werden. Pass mal auf. Dann kannst du eine epische Geschichte üben. Vielleicht hilft das. Und
Du, Nika, komm her, dein Mann Have hat hier gone was too gecrashed, da far. kannst du gleich mal Employed by a reparieren. fishing hut. Ja, du kannst das Zeug auch vorher in die Symbolia Spülmaschine Kaloof. stecken. Jetzt hat es irgendwo Shall hingestopft. Shall Knuffi ist am Futtern, das ist okay. Aber wir müssen hier reparieren. Kaputte Toiletten sind blöd. Oh, was eine epische Geschichte, hä? Huh? Was erzählst du denn da? Ja. Die rennen mir immer. Was ist denn hier? Huh? Wie wär's mit einer Vorstellung in der Stadt? Oh, später. so, wir müssen hier erstmal aufwischen. Lass den Ball von Knuffi in Ruhe. Und dann müssen wir hier mal gucken. Das Ding ist auch kaputt. Och, nö, jetzt. Und da? Da ist alles okay. Wie hoch ist deine Geschicklichkeit? Ich habe ja keinen Plan mehr, ehrlich. Ich bin ja nur noch am Rätseln, was hier wie hoch ist. Geschicklichkeit? Geschicklichkeit ist auf 6. Wir versuchen es selber. Dann versuch mal hier zu reparieren. Und was ist mit der Wäsche? Ist die Wäsche denn in Ordnung? Makellos, aber klatschnass. Okay, und dann räumst du die aus und bringst die zum Trockner. Die Wäsche. Ehrlich. Fürchterlich hier. Lass Knuffi seinen Ball. Oder seine Bälle. Der braucht Bälle. Im Kreis von Bällen sitzen. Ja, wobei der sieht echt schon ein bisschen abgenagt aus. Ach ja, hat er schon wieder alles aufgefuttert. Gehst du raus? Knuffi, bist du draußen? Ah ja, er läuft im Regen rum. Sehr schön. Was macht sie denn jetzt? Ach, ist da auch was nass, oder wie? Aber nicht kaputt, ne? Alles gut. Gott, da hat wieder jemand Pfützen hinterlassen. Ach, das ist auch kaputt. Nee, komm, dann hör auf zu wischen. Das bringt ja nichts. Geh erstmal die anderen Sachen an. Und Level 8 der Charisma-Fähigkeit ist erreicht. Jawohl. Sehr schön. Das ist gut. Da hast du wenigstens die Arbeitsaufgabe auch noch geschafft. Wir wollen ja auch mal irgendwann wieder befördert werden. So, dann brauchst du noch Logik. Okay. Romantische Interaktion hast du gemacht. So, dann hör mal auf. Hunger hast du jetzt auch nicht so unbedingt. Aber du musst Logik lernen. In diesem Kapuff, in dem noch nicht mal eine Lampe hängt. Können wir uns nicht wenigstens mal eine Lampe leisten? Ehrlich, also komm. Geh mal her. Also wenigstens eine Lampe soll er schon in dem komischen Kellerräumchen da haben. Das geht ja mal nicht. Das ist ja der Hammer hier. Ich brauche Beleuchtung. Und Deckenbeleuchtung am besten. Irgendwas Billiges. Kostet auch schon 70. Okay, egal. Oder wir nehmen die. Die sieht nicht ganz so hässlich aus. In der Farbe oder in der Farbe? Oh, schon. Hängen wir die erstmal hier rein. So. Direkt übers Brett, damit er auch was sieht. Und dann kann er direkt hier hingehen und erstmal spielen. Zack. So. Du spielst da. Und wir gucken weiter. So, hast du jetzt Halle. Gut, sie räumt aus, sie räumt um. Und bitte auch Wäsche trocknen. Nicht wieder weglaufen, Mädel. Ja gut, ich hatte ihr vorher eingegeben, dass sie da reparieren soll. Ist in Ordnung. Ist alles gut. Alles in Ordnung. Ach Gott. Ja, die Kinder sind aus dem Haus. Man könnte ja jetzt endlich mal gewisse Dinge tun. Oh, Gikon ist in der Stadt. Sehr schön. Aber nein. Erstmal stehen die ganzen Hausarbeiten an, ne? Wie das halt so ist im Leben. Musst du das mal säubern? Ich glaube, ja. Sieht ja hässlich aus. Dann säuber das mal. Und wer ruft denn hier an? Wer will denn da was? Das ist schon wieder sie. Ob ich zu ihr... Nein, wir können jetzt nicht. Tut mir leid, Fiona. Das geht jetzt mal gerade gar nicht. So, hier ist wieder alles in Ordnung. Da ist am Trocknen. Gut. Sehr schön. Und dann musst du hier die Teile noch plündern und die Pfütze aufwischen. Muss hier auch was gesäubert werden. Ich krieg ja nichts mehr mit. Sonst noch was zu tun, wovon ich nichts weiß.
Oh Gott, nein, man kommt überhaupt nicht mehr hinterher hier. Oh Mann. Und es regnet immer noch und sie muss Unkraut jäten. Ich sehe das. Also, ja, und unsere Vogelscheuche passt auf irgendwelche Vögel auf. Ja, komm, dann wirfst du das weg. So, und du bist schön. Naja, der hat noch einiges vor sich, bis er das erreicht. Wie lange hast du jetzt noch Zeit? 4 Stunden. Nur, ja, kannst du ruhig mal am Schachbrett verbringen. Das ist schon in Ordnung. Du willst befördert werden und ja, dann tu was dafür. Es ist halt so, ne? Es geht nicht ohne. Wie sagt man so schön, ohne Fleiß kein Preis. Mädel, hast du jetzt. Was machst du da? Jetzt liest sie. Ich glaub's hakt. Du hast keine Zeit zum Lesen. Hallo? Hier ist keine Zeit zum Lesen, auch wenn du Spaß brauchst. Das tut mir ja leid. Du könntest vielleicht spaßeshalber mal mit deinem Hund rausgehen, auch wenn es noch so regnet. Ach Gott, ja, der Arme, der kriegt noch einen Koller hier. Ich würde sagen, dann gehst du mal mit ihm raus. Wenigstens einen kurzen Spaziergang machen, das wäre schon nicht schlecht, ne? Also, ja, komm, mach wenigstens einen ganz kurzen, damit der Hund auch noch ein bisschen Auslauf kriegt. Der ist ja schon traurig, der ist schon kopfhängig hier. Unser Knuffi, der sagte, hey, mit mir macht keiner mehr irgendwas, ne? Oh, sieht so richtig trauriglich aus. Spielt schon mit seinem Ball und zerfetzt ihn komplett. so. Geh mal machen. Ihr zwei. Ich weiß, es regnet und ich weiß, das ist nicht schön und hier bimmelt schon wieder das Telefon. Wer will denn jetzt was? Oh, sein Bruder. Mein Nachbar hat mir gerade geschrieben, dass jemand meinen Highscore auf der Gikon geknackt hat. Hast du Lust, mit mir auf die Motion Gaming Matte zu steigen? Ja, würde ich gerne, aber ich muss ja eh bald arbeiten. Tut mir leid, ich muss hier erstmal Logik leveln. Das könnte man zwar wahrscheinlich auf der Gikon auch, aber. Ja, wir müssen ihn jetzt hier mal arbeiten lassen. So, dann geht ihr zweimal raus. Komm. Dann geht mal mit ihm raus. Ja, und sie ist glücklich, schwankt zwischen glücklich und angespannt, will direkt wieder rein, weil es regnet, ne? Gehst du überhaupt noch raus bei dem Wetter oder sagst du, nee, mach ich nicht? Oder brauchst du erst einen neuen Schirm? Der Schirm war ja kaputt. Aber ich glaube, sie hält auch beim Gassigehen keinen Schirm in der Hand. Das ist nämlich der Punkt. Ah, sie geht raus. Tapfere Donika. Geht im Regen mit dem Hund spazieren. Und schon ist er angespannt. Oh, Mäuschen, es tut mir so leid. Ja, komm, sag ihm, er soll sein Geschäft erledigen und dann. Kannst du dein Geschäft erledigen irgendwie? Weiß nicht. Nett sein zu, keine Ahnung. Geschäft erledigen. Gibt's gar nicht irgendwie. Keine Ahnung. Oh, Tobias Sommer, was ist denn? Ja, fragt sich, ob ich. Nein, wir können jetzt nicht zu dir kommen. Ist nicht. Vergiss es. Ja, gut, wir lassen sie einfach mal ein bisschen draußen rumlaufen. Das wird schon. Die wird schon überleben, denke ich mal. So, und es ist gleich 13 Uhr. Das heißt, die Kinder können auch mal wieder sich um ihre Freundschaften, Bekanntschaften kümmern. Wie lange hast du noch, bis du los musst? 2 Stunden. Okay. Das sollte gehen. Ihm geht's ganz gut. Ich würde sagen, ja. Gut, dann kannst du jetzt mal aufhören und kannst noch was essen. Und dann sollte das auch wieder in Ordnung sein. So, gucken wir mal. Ja, essen. Oh, jetzt hat sie das Buch direkt vor den Napf von Knuffi gelegt. Ist ja super. Ist ja super. Komm. Nimm dir ein Gericht hier. Zack. So. Weg von dem Ding. So, wo seid ihr zwei denn? Ich würde sagen, ab nach Hause mit euch. Geh wieder nach Hause. Komm. Auf. Genug spazieren gegangen. Das ist, ja. Das geht so nicht. Ihr wart genug im Regen unterwegs. Da will kein Hund raus, da will kein Mensch raus, da will niemand raus. Ich hoffe, die kommen jetzt beide wieder. Du schleichst aber auch komisch herum. Was ist da los? Was ist da los? Ach Gott, Kinderessen. Ich muss mich schon wieder abputzen. Es ist früher morgen. Also, was heißt früh? Ja.
Über 8 Uhr oder was haben wir gerade? Und Nikle, ich nehme auf, na? weil ich dachte, naja, komm schnell noch, bevor es hier so richtig heiß wird. Und ich bin jetzt schon wieder am Triefen. Also mit gestern 40 Grad Außentemperatur und ich will nicht wissen, wie viel wir hier drinnen hatten. Das ist einfach nichts. Hallo, du stehst immer noch draußen. Warum stehst du denn jetzt da draußen? Sag ihm doch mal, warte mal, ableinen. Und dann kannst du ihm nicht sagen, er soll mal irgendwie sein Geschäft verrichten hier irgendwie. Baden, nee. Über Problem reden. Ja, das könnte man machen. Also scheinbar muss er gar nicht im Moment. Okay. Dann geh ihn ableinen und dann kommt mal beide hier rein. Vielleicht sollten wir ihn auch mal baden. Komm. Dann baden wir Knuffi mal. Dann ist das auch okay. Ich hoffe, sie kommt jetzt rein. Knuffi kann ein Bad gebrauchen bei dem Dreck da draußen. Das ist ja eklig. Man wird da halt noch mal richtig schön nass, aber angenehmer. So, unserem Stefan geht's perfekt. Und er ist auch wieder konzentriert. Sehr schön. Besser kann's nicht sein. So, seid ihr jetzt hier? Ja. So, Abmarsch, rein da. Und Outfit hättest du ja vorher auch noch ändern können. War hier eben irgendwas aufgetaucht? Ja, er ist auf der Arbeit, genau. Und dann muss er natürlich auch ganz fleißig arbeiten, sonst wird das ja nichts mit der Beförderung. So. Wir gucken, wie da Knuffi geputzt wird. Sehr schön. Ja, der Dauerregen geht ihm echt auf den Keks. Also ich meine, das ist dann nicht mehr schön. Wow, genau, hast du recht. Knuffi, kannst du dich mal umändern, bitte? Warte mal, loben erstmal. Kommst du wieder her und lässt den Ball in Ruhe? Und dann Tierpflege-Outfit ändern, bitte wieder ganz normal. So. Was ist los, Knuffi? Was hast du denn? Streicheln, umarmen, ne? Loben habe ich schon angeklickt. Jetzt willst du raus, oder was? Ja, jetzt gibt's kein Raus mehr. Das hier Pfütze hinterlassen, ja, kann man mal aufwischen. Juhu, und die Kinder sind wieder da. Anscheinend hat Jonas Probleme in Mathe. Er kommt nicht über die 1. Juhu. Und die Schule ist für heute aus. Stefanie gehört zu den Landgrab-Grundschul-Zweier-Kandidaten. Ja, sie könnte versuchen, mehr aus sich herauszuholen. Okay, so, wo seid ihr zwei denn? Zeigt euch mal. Ugh, da stehen sie mit ihren Schirmchen und sagen: Ekelwetter, Ekelwetter. Du willst eine Gruppenversammlung machen und du willst, in ein Tagebuch schreiben. Ja, hast du nicht ein Tagebuch? Genau. Wo ist denn dein Tagebuch? Da. Dann mach das. Dann tu doch mal über den Stress schimpfen. Genau, das ist eine super Idee. So, was möchte sie denn? Sie möchte was? Schlammschlacht machen. Okay, und du willst duschen erstmal. Das darfst du, Kind. Das darfst du. Dann geh erstmal duschen, obwohl, warte mal, wenn du eine Schlammschlacht machen willst, wäre vielleicht vorher Dings besser. Was musst du eigentlich mit deinem Bestreben noch machen? 5 Stunden Instrument spielen? Ach, wir haben ja noch gar keins. Und alle Bildtypen zeichnen. Vielleicht hilft. Nee, zeichnen hilft auch gerade nichts. Ihr geht's zu schlecht. Dann guck du Fernsehen. Komm. Komm erst mal rein, setz dich kurz vor den Fernseher. Was wolltest du denn hier? Wasserbombenschlacht. Ach so, ja. Sie möchte dauernd eine Schlacht machen, okay. Soll mir recht sein. So, und du machst das und dann solltest du mal was kochen wieder. Ja. Verdorbenes Essen aussortieren. Ihr seht's ja, man kommt zu nichts anderem mehr. Man ist nur noch damit beschäftigt, hier die Bedürfnisse aufzufüllen. Oh, eine Hummerrolle. Wo gibt's denn das? Was ist denn da eigentlich für ein Tag? Ist egal. Eine Hummerrolle, ja, mach die mal. Komm, kannst du machen. Hast du was zu tun? So, Jonas schimpft in sein Tagebuch. Du guckst erstmal ein bisschen Fernsehen. Und schon bist du wieder glücklich. Ja, Freund. Und dann willst du zur Musik tanzen. Ja, das klingt gut. Das kannst du gerne machen. Dann tu mal einschalten. Auf was hast du denn mal Lust? Auf S-Pop vielleicht,
Kannst du das ausschalten und kannst hier erstmal zur Musik tanzen. So. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Schrei nicht. So rum. So, und du bist ach, da sitzt du mit deinem Tagebuch. Ja, schön. Das macht's fein. So, und ich habe gesehen, dass meine Zeit um ist, glaube ich. Nochmal nach. Juhu, sagt, ist fertig die Aufnahme. Dann ist ja nicht so viel passiert, aber egal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich verabschiede mich dann mal von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wie das hier weitergeht, auch wetterbedingt, ob wir irgendwann auch noch mal was anderes haben als ewigen Regen und Gewitter, das erfahren wir dann im nächsten Part. Ne? Bis dahin, macht's gut. Tschüss.